Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es um Energielabel. Bei dem Energielabel handelt es sich schlussendlich um die Kennzeichnung des Energieverbrauchs von Geräten, Gebäuden und so weiter und kennzeichnet schlussendlich die Energieeffizienz, also das Verbrauchsverhalten oder eben die Sparsamkeit. Über eine EU-Richtlinie sind diese Energielabel für elektronische Geräte wie Kühlschränke oder auch Fernseher vorgeschrieben und genauso eben auch für Gebäude und das ist dann eben der Energieausweis. Zu dem kommen wir dann gleich nochmal genauer. Der Sinn dahinter ist natürlich die Förderung der Energiewende und die Einhaltung der Energieeffizienzziele der EU, aber genauso gut eben auch der Verbraucherschutz. Denn es soll transparent dargestellt werden, wie sich das Gerät, das Gebäude oder was auch immer damit gekennzeichnet wird, in Zukunft verhalten wird. Ist eben tatsächlich relativ sparsam oder verbraucht es vergleichsweise viel Energie? Und das stellt man schlussendlich dar über Energieeffizienzklassen. Und das ist eben das, was man von diesen bunten Bildchen kennt. Das ist eine Einordnung von G wie ganz schlecht über F, E bis hin zu A als besonders gut oder eben mittlerweile auch je nach Gerät A+, A++ und A++++ als besonders energieeffizient. Diese Einordnung geschieht schlussendlich immer über einen Vergleich zu Referenzgeräten. Das heißt, das Gerät, was ich mir jetzt kaufen möchte, wurde eben verglichen zu einem besonders guten oder standardisierten Referenzgerät und je nachdem, wie gut es sich eben geschlagen hat im Vergleich, bekommt es ein gutes Label oder eben ein schlechtes Label. Darüber hinaus gibt es dann noch verschiedene andere Angaben, wie zum Beispiel der durchschnittliche Gesamtenergieverbrauch in Kilowattstunden über ein Jahr hinweg oder verschiedene andere technische Angaben, die dann eben je nachdem, um welches Gerät es sich handelt, unterschiedlich sind. Bei einer Waschmaschine gibt es andere Angaben als zum Beispiel bei einem Monitor. Diese Energielabel müssen an den Geräten immer gut sichtbar angebracht werden. Das ist die Pflicht der Händler. Grundsätzlich muss man sagen, die gesamte Struktur, also auch das von G bis A++, wird über die nächsten Jahre für verschiedene Geräte nochmal neu strukturiert, sodass es gerade über die nächsten Jahre bis 2021 und dann nochmal 2024 wohl verschiedene Änderungen in dieser gesamten Systematik geben wird. Eine sehr gute Quelle für den aktuellen Stand und für eben die aktuelle Einordnung der verschiedenen Geräte ist immer die Verbraucherzentrale, da einfach nach Energielabel suchen und schon findet man alle notwendigen Infos. Der andere Teil ist natürlich der Energieausweis. Der gibt eben wieder, wie sich ein Gebäude verhält, welche Energieeffizienz Informationen über das Gebäude vorhanden sind. Das heißt, ist es vergleichsweise gut gedämmt? Ist die Lüftung da besonders effizient? Und wie ist so das allgemeine Verbrauchsverhalten? Welchen grundsätzlichen Energiebedarf gibt es in diesem Gebäude? Das wird eben in einem Energieausweis für Gebäude dargestellt. Und diesen Energieausweis gibt es mittlerweile auch schon seit über 10 Jahren. Und mittlerweile ist es auch schon Pflicht, allein schon bei der Anzeige eines Mietangebotes oder eines Kaufangebotes diesen Energieausweis von vornherein mit zu veröffentlichen oder zumindest die zentralen Infos dieses Energieausweises dort mit zu veröffentlichen. Und dementsprechend ist auch das natürlich im Sinne des Verbraucherschutzes. Und apropos, wer mehr Informationen zum Energieausweis haben möchte, kann auch bei der Verbraucherzentrale jede Menge gute Ansätze finden. Und dementsprechend war es das jetzt auch schon rund um die Energielabel. Wir haben uns heute die Energiewirtschaft besonders einfach gemacht und eben bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert. Like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.